Am Samstagabend ist es vor der Mainstage wieder richtig voll, als die Ostblock-Schlampen, kurz OBS, den Tanzenden einheizen. Weit über 30.000 Menschen feiern in diesem Jahr bei Sonne, Mond, Sterne in Saalburg. Sonne satt gibt es diesmal statt Unwetter wie im letzten Jahr. Zum Glück lockt das kühle Wasser im Bleilochstausee. Die erstmals angebotenen Tagestickets sorgten vor allem am Samstag für zusätzlichen Andrang auf dem Festivalgelände. 170 Anzeigen zählte bisher die Polizei, die meisten wegen illegalen Betäubungsmitteln. Am Sonntagnachmittag endet das Festival.